Ich erwarte nämlich jetzt das große Fest der Stadt Gocha. Wir begrüßen Sie mit uns und wir freuen uns ganz besonders, dass Gocha Prinzen war. Lieber Johannes, liebe Julia, eigentlich ist das Kinderprinzenpaar bei uns beim Kindergarten zuerst dran. Aber ich habe gerade schon gehört, ihr habt noch ein paar Termine, ihr müsst weiter, darum ziehen wir euch vor. Ihr habt das Wort. Liebe Omis, liebe Opis, liebe Mamis, liebe Papis, liebe Kinder! Wir, die Prinzengarde der Stadt Goch, begrüßen euch mit einem dreifach kräftigen Goch! Kinder! Ja. Schöne Kostüme! Ja, liebe Kinder, ich freue mich, dass wir jetzt hier bei euch sind. Und auch ich möchte noch einmal mit euch ausrufen, alle zusammen, ganz laut, ein dreifachkräftiges Kinderkarneval! Ja. Ipika! Ja. Karneval! Ja. Ich möchte euch heute zwei Gardisten vorstellen. Die sind ganz, ganz wichtig und ich bitte jetzt mal den Pascal und den Felix zu mir. Noch mal mit der Truppe herbeilen. So, das ist der liebe Felix. Und der Pascal. Und der Pascal ist auch dabei. Die beiden sind für euch ganz, ganz, ganz wichtige Gardisten. Und zwar haben die hier den Kinderversorgungsordner an. Das heißt, die haben immer Schnuppi in der Tasche. Wenn ich jetzt bei ihr reingreife, egal wann ihr die in der Uniform seht, müssen die, wenn ihr sie danach fragt, Schnuppi in der Tasche haben. Ja? Also egal wann ihr die seht, einfach immer alle fragen, den lieben Felix und den lieben Pascal, ihr möchtet Schnuppi und dann müssen die euch Schnuppi geben. Alles kapiert? Sehr schön. Habt ihr denn auch schon von unserem Gardeschweinchen Günther gehört? Wer hat da schon was von gehört? Ja, nicht so viele. Aber doch schon ein paar, ne? Dann möchte ich jetzt trotzdem gerne den Norbert mal zu mir bitten.
Norbert, komm mal her, wo bist du? Da ist er. So, wir kommen mal eben runter zu euch. Dann ist euch viel besser unterhalten. Das ist unser Gardeschweinchen Günther. Und der bringt uns in unserer Karnevalssession ganz, ganz, ganz viel Glück. Und das Wunderschöne an dem Günther ist, wenn man dem am Öhrchen kraut, so, dann rutscht er. Wer möchte denn mal gerne bei Günther am Öhrchen kraulen? Macht das mal einfach. Der Norbert bleibt ein bisschen bei euch, dann könnt ihr alles schön am Öhrchen kraulen. Und unser lieber Günther, da sagen wir noch ganz, ganz viele Sticker. Ne? Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich dachte schon, meine Mannschaft wäre eingeschlafen. Denn unser Karneval Karneval ist bunt. Und wir wollen alle mit euch ein wunderschönes Fest feiern. Ja, liebe Kira, lieber Ralf. Ich möchte euch beiden gerne heute meinen Künstlern überreichen, da ich es total schön finde, dass ihr euch hier heute um den Kinderkarneval kümmert. Mit der Bitte, es noch viele, viele Jahre zu machen. Die Kinder sind unsere Zukunft. Mit Kindern, das macht einfach einen Heidenspaß. Ihr seht das, wie es schön ist, gerade unser Günterstein. Bitte, bitte macht es noch lange weiter. Und wir freuen uns, heute bei zu sein. Und ich möchte euch meinen Künstlern. Unsere neuen Ortsträger in Greifer-Kräften ist noch Kinderkarneval, IPK. Natürlich zu feiern. Wir wollen dann natürlich auch unseren Sitzungsräumen übergeben. Jetzt haben wir schon von euch diese tollen Räume bekommen. Wir machen das aber nie so leichtfertig. Bei uns müsst ihr immer ein bisschen dafür arbeiten. Wir haben uns dieses Jahr gedacht, weil Johannes, du bist ja in der Elektrik ganz gut unterwegs und naja, die Kinder werden heute zu Rittern, getreu unserem Motto, ausgebildet. Und wir haben uns gedacht, so ein bisschen Geschick muss auch jeder Ritter mitbringen. Und deswegen haben wir für euch ein kleines Spiel mitgebracht, für euch zwei. Dazu brauchen wir einmal die Requisiten, die im Hintergrund stehen. Ich muss ja leider nicht so einen Platz machen. Und während diese Requisiten mal nach vorne kommen, benötigt natürlich nochmal die Schluckgardisten, denn ihr kommt an unserer Nase auch nicht vorbei. Wir hätten euch auch so den Kindern nochmal vorgestellt. Und damit wir ein bisschen Platz haben, würde ich jetzt mal vorschlagen, die Funkemariechen, die Gardisten und der Tambourchor aus Aspern, die dürfen mal zu euch runterkommen und mit euch mal kurz feiern. Denn die müssen jetzt einmal zusehen, wie gut das Prinzenpaar unserer Aufgabe hier auch bestehen wird. Eigentlich ganz einfach, Johannes. Du musst gleich diese Schlaufe, hier sind so ein paar Markierungen dran, wenn du da bist, kannst du eine Pause machen. Und wenn du das Metall berührst, mach, versuch's mal. Dann erklingt so ein Ton. So, sobald der Ton erklingt, musst du zu dem Punkt zurück, wo du angefangen bist, beziehungsweise wenn du hier bist, darfst du zu dem Punkt und die Prinzessin ist dran. Aber, damit die anderen hier nicht so lange davon anfangen einzuschlafen, müssen die natürlich auch was tun, wenn die einen Fehler gemacht haben. Genau, sobald nämlich das Prinzenpaar einen Fehler macht, ihr müsst also gut zugucken und gut zuhören, für jeden Fehler muss nämlich die Garde am Ende dafür büßen und das Ganze vortragen werden dann unsere beiden Schluckgardisten. Die müssen also zusehen, dass das Prinzenpaar auch keine Fehler macht, sonst wird es anstrengend. Jetzt musst du tanzen.
Wir machen mal einen Test, ob es überhaupt klingelt. Die sind noch zu gut. Ihr vielleicht müsst ihr ihn ein bisschen aus dem Konzept bringen. Das macht ihr klasse. Ich glaube, Leute, das ist eine gute Taktik. Wir das noch am letzten paar Wochen jetzt eure Hilfe, ihr müsst uns helfen, denn ich habe da hier eine ganz, ganz tolle Überraschung für euch und eure Mutis. Also ich würde so tun, als ob ihr hilft. Doch, 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 das lohnt sich ganz bestimmt. Er war unten, das lassen wir gelten. Super gemacht! Ruf mir aus auf diese tolle Aktion. Das ist so schnell, also wir hatten nicht damit gerechnet, dass ihr das so schnell klappt. Ruf mir aus auf den Superelektriker, ein Dreifaches. Ipika! Dieter Karneval! Golfing! Glaube ich, zwischendurch mal Duden hören, oder? Ja, ein paar Mal hat es getrübt. Ja, also ich glaube, da kommen unsere Stuttgarter leider nicht drum herum, dass sie jetzt ihre Strafe auch durchziehen müssen. Ja, erstmal finde ich, sollten zwei Gardisten da oben kommen, die können das hier wieder zur Seite tragen. Sind noch Gardisten da? Ja. Wir haben drauf kurz was. Kritisch. Der Prinz nicht. Das habe ich auch noch nie erlebt, dass der Prinz auf der Bühne mitgearbeitet hat. Großen Applaus mal für den Prinz. Für den Thorsten natürlich auch. Als kleine Strafe kommen jetzt die Schluckgardisten. Und jetzt wollen sie in die Mitte. Die Gardisten sind alle im Saal verteilt, ja. So, damit ihr euch besser die Gesichter einprägen könnt, denn wenn ihr die irgendwo, hat der Johannes ja gerade schon erklärt, irgendwo im Loch im Karneval trifft, vielleicht kommt ihr noch zu euch in die Schule oder in den Kindergarten oder egal wo, dann dürft ihr die ansprechen, könnt ihr gleich schon mal üben und dann müsst ihr euch Schnupp geben. So, damit ihr euch das jetzt besser einprägen könnt, wie oft hat es denn getutet? Wie oft hat es getutet, glaube ich, 18 Mal. 18 Mal höre ich jetzt. 20 Mal gezählt. Also ich glaube, da müsst ihr jetzt ein bisschen beschwitzen, aber ihr seid natürlich die Einzigen, die hier oben das jetzt machen müsst, aber ihr müsst leider vortanzen. Die komplette Garde unten muss natürlich jetzt mitmachen, aber
eure alle Kinder müssen nach unten. Vor. Alle Kinder gehen jetzt gehen runter. Ihr müsst jetzt ja mittanzen. Ihr werdet es bestimmt können und direkt einsteigen können. Macht euch frei. Legt alles beiseite. Das Lied kennt ihr alle. Alle müssen jetzt runter. Und dann geht's los. Auf den Kolbe-Karneval, auf das Menzenbad, auf Pascal und auf Felix, die Stuttgartisten, auf die Musikjungs aus Aspen, auf die Tanzmädchen, auf die ganze Gruppe, auf euch, Kolbe-Karneval, auf den Kinderprinzen. Ruf mir nochmal aus, ein donnerndes, ein ganz lautes, was man bis nach Koch hört. IPK! Kolbe-Karneval! Prinzenbad! Ja, wir haben für die Prinzessin einen kleinen Blumenschmaus. Da möchte ich auch was zu sagen. Das finde ich eine tolle Aktion. Aber wir haben uns jetzt nicht nehmen lassen, jetzt einen kleinen Blumenschmaus. Ich weiß, du bekommst viel Blumen. Aber ihr habt euch gewünscht, keine Geschenke wollt ihr annehmen. Von kleinen Vereinen, nicht nur von uns, sondern ihr habt eine Spendenaktion, wo wir auch von der EPK, von allen Sitzungen im Nachhinein auch noch was reintun. Und das finde ich eine ganz tolle Sache und dafür auch nochmal einen ganz großen Applaus. Ein dreifaches, ganz lautes, krachendes IPK! Ja! Prinzenpaar! Ja! Supergarde! Ja! So ihr Lieben, wir verlassen euch jetzt wieder, müssen noch ein bisschen weiter. Habt noch ganz, ganz viel Spaß. Und eine Kleinigkeit habe ich noch für euch. Liebe Ramis, liebe Papis, hört nur zu. Heute dürft ihr alle eine Stunde länger aufbleiben als sonst. Viel Spaß, ihr lieben Eltern!